Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir machen heute ein 10 Minuten Ganzkörper-Workout mit dem Gymnastikball. Eigentlich hat so gut wie jedes Fitnessstudio einen Gymnastikball und auch viele von euch haben einen zu Hause. Ich habe aber schon mitbekommen, dass er in vielen Ecken immer etwas verstaubt und irgendwie nur rumliegt, weil man oft nicht so genau weiß, was man eigentlich damit machen kann. Aber man kann ganz schön viel mit diesem Ball hier machen und ich zeige euch heute die 15 besten Übungen in diesem Workout hier. Das Workout ist übrigens ohne Springen und die Stabilisationsmuskulatur wird auf jeden Fall ziemlich beansprucht mit dem Gymnastikball. Bei vielen Übungen. Außerdem bauen wir einfach eine gute Grundmuskulatur auf, verbrennen viel Energie und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach gleich los. 30 Sekunden machen wir immer die Übung, 10 Sekunden gibt es Pause, da erkläre ich euch die nächste Übung und jetzt geht's los. So, die Haare sind zusammen, denn jetzt wird's intensiv. Wir starten mit Beinübungen. Wir machen zuerst eine tiefe Squat und drehen den Ball auf eine Seite. Wirklich schön rotieren. Und bei der Hälfte der Zeit wechseln wir dann. Und jetzt kommt die andere Seite. Gut, wir geben jetzt den Ball an die Wand. Wir machen jetzt Quads. Fängt am besten so an, dass der Ball am unteren Rücken ist. Tief runtergehen und hochkommen. Das heißt, ihr müsst jetzt 30 Sekunden durchhalten. Wir geben jetzt den Ball an die Wand hinter uns und schauen, dass wir ungefähr einen rechten Winkel haben. Wir müssen jetzt die Fußspitzen an den Ball drücken, damit er uns nicht, ja, auf den Kopf knallt. Das brennt richtig. Und geben die Beine auf den Ball und machen Crunches. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, den Ball mitnehmen, also die Füße sozusagen den Ball einklemmen und mit hochgehen. Müsst ihr aber nicht, könnt ihr. Und zwar geben wir jetzt die Beine auf den Ball und jetzt kommt die nächste Bauchübung. Wir ziehen jetzt die Beine zum Körper und dann den Po hoch, abwechselnd. Zum Körper ziehen und hoch. Nein, wir machen davon noch eine andere Bauchübung, hätte ich jetzt fast
fast vergessen. Wir geben jetzt den Ball von den Händen zu den Füßen nach unten und wieder nach hinten. Die Beine einfach gemütlich ablegen, die Hände neben den Körper legen und wir drücken uns nach oben. Po wirklich fest anspannen, auch oben gerne kurz halten. Wir gehen jetzt sozusagen in den Vierfüßlerstand und geben immer ein Bein nach hinten. Sieht so aus. Anspannen wieder und ablegen. Und ganz wichtig bei all den Übungen, nicht durchhängen. Also wirklich schön anspannen den ganzen Oberkörper. Den Po, den Rücken. Matte. Wir klemmen uns jetzt den Ball zwischen den Beinen ein und machen jetzt Kicks nach oben. Auch hier wieder Po, unteren Rücken anspannen und wirklich aus dieser Muskulatur arbeiten. Schöne Linie haben und halten.
erste Übung, das ist eigentlich eine lustige Übung. Kennt ihr noch das Spiel? Der Boden ist Lava. Wir versuchen jetzt, schreibt mal in die Kommentare, wir versuchen jetzt den Boden nicht zu berühren und uns 30 Sekunden am Ball zu halten. Los geht's. Da ist wirklich der gesamte Körper gefragt. Es macht nichts, wenn ihr mal umwollt. Weitermachen. Geschafft. Das war's mit dem Workout. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seht, ich bin echt am Schwitzen. Also ihr könnt das Workout natürlich öftere Male durchmachen, aber einmal reicht vollkommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!